Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur Packshow, meine lieben Freunde, es ist schon wieder Donnerstag und heute ist ein ganz besonders toller Donnerstag, denn da kommen sie schon alle. Sie haben alle Bock. Sie haben alle so sehr Bock, wie ich Bock habe. Und so sehr Bock, wie ihr Bock habt. So sehr Bock haben diese ganzen Leute. Jetzt haben wir genug Bock gesagt, denn wir haben Bock. Denn wir sind heute zu Gast. Wir lassen die Katze aus dem Sack. Für die aktiven Planet Coaster Spieler unter euch wird es auch keine Überraschung sein. Denn es hat sich angekündigt. Der neue Park von MKP. A.K.A. Nimsul, A.K.A. der geile Typ, ja. Der neue Park ist da, Classic World. Und den schauen wir uns heute an und wir sind ganz, ganz gespannt, denn MKP gehört nun mal zu den ganz, ganz Großen, die mit einem Atemzug genannt werden, mit Rudi, mit MPC oder eben mit Silver Red oder Lady Signer wegen mir. Alle diese wunderbaren Kreateurs, ja, die werden in einem Atemzug von mir genannt und MKP gehört da ganz klar auch dazu. Nimsul, ja, mein lieber Kumpel hat mir sogar eine VIP-Karte geschickt, ja, und dort ist sogar mein Hotelzimmer aufgezeichnet, 303, glaube ich, oder irgendwie sowas. Vielleicht finden wir das ja in einem Hotel, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall hat er an mich gedacht, das finde ich sehr, sehr nett. Danke, danke, danke. Und dafür gibt es natürlich jetzt eine Parkshow, die es so oder so gegeben hätte. Ich bin einfach nur sehr, sehr gespannt. Ich hatte den Screenshot bis jetzt nur von dem Park gesehen und weiß daher, dass das einfach so ein rundes Teil irgendwie ist. In einer runden Struktur ist dieser Park gebaut. Und mehr weiß ich allerdings nicht. Ich habe versucht, alle Screenshots, genauso wie damals bei MPC, mir nicht anzusehen, auch wenn es natürlich mega hart ist. Denn ich will mich hier komplett überraschen lassen, was wir hier alles geboten bekommen. Und ja, ich freue mich einfach nur. Ich freue mich und ihr hoffentlich auch. Hier gibt's natürlich erstmal ein paar Parking Areas. Hier stehen die Busse Schlange, ganz klar, logisch. Und hier hinten auch nochmal. Aber das ist jetzt eher wirklich ganz kleine Parkplätze. Bisschen, wir sehen schon da die Straße, wie sie gebogen ist und um diesen ganzen Park einmal geht. Das so als kleiner Hinweis. Aber vielleicht wisst ihr das natürlich auch schon alle. So, wir gehen rein. Und das ist bei MKP immer so. Man geht durch so eine Art Höhle, Schlucht, Brücke aus Stein. Wie auch immer man es nennen möchte. Auf jeden Fall geht man hier quasi durch diesen kleinen Tunnel durch. Oben steht ganz groß in großen Lettern der Name MKP Classic World. Und wir sind einfach nur mal gespannt, was uns hier heute erwartet. Und hab vielleicht den Fehler gemacht, den Park aufzumachen. Es sind jetzt echt viele Leute. Vielleicht mache ich ihn wieder zu, wenn die Framerate gleich wirklich abkackt. Aber noch geht es einigermaßen. Noch läuft es einigermaßen smooth. Hier ein schönes Wasserspiel. Ja, ach toll. Und ihr habt eben schon, eben habe ich noch unter, weil ich das Video heute was früher aufnehme als sonst. Normalerweise nehme ich das Video zur Parkshow immer mittwochs auf. Heute nehme ich es montags auf, weil ich gerade Zeit habe und Bock auf diesen Park. Und da hat mir gerade schon einer unter dieses, ich habe ein Bild gepostet in meinem Community-Tab von diesem Premium-Pass und hat direkt einer drunter geschrieben, wie viele Stützen ich denn finden werde wohl in diesem Park. Ich bin gespannt, ich hoffe keine, denn dann gibt es natürlich Ärger. So, wir gehen rein, Leute, wir gehen rein. Einfach, ich habe noch gar nichts diesem wunderschönen Eingang gesagt. Ich komme aus dem Reden nicht mehr raus. Hier Schließfächer, ja, hier wunderbares, ja, was ist es? Burg, orientalische Burg, Thema, ja, es sieht einfach wunderschön aus. Auch hier, ne, dieser Bogengang aus Stein, wie er hier integriert wurde mit diesen Wasserfällen, mega geil. Oh, da hinten knallt's, da ist schon das Feuerwerk über diesem opulenten Gebäude mit dieser Achterbahn. Oh, Leute, ich hab richtig Bock. Ach Gott, was steht denn hier alles? Thank you for your comments in Workshop, Channel 5 Gaming, MPC, Sean the Extra Guy, Dirty Nasty irgendwas, Coaster Guard, eieiei, niemand. Also, das sind ja einige Namen, die ich auch dann hin und wieder auf meinem Kanal begrüßen kann. Und ja, ein paar kennt man, ein paar nicht. Aber toll, dass er die alle hier nochmal erwähnt. Sehr, sehr nett. Und ja, im Workshop habe ich, glaube ich, selber
Da schreibe ich selten was, deswegen da stehe ich definitiv nicht. Aber hier, alle rasten aus, da ist er. Den kennen wir natürlich auch alle. Herzliche Grüße natürlich gehen raus an euch beiden. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter, denn wir haben viel, viel vor. Und sehen hier schöne Bäume. Übrigens, der Park insgesamt nur, in Anführungsstrichen, 56.000 Teile. Leute, mit 56.000 Teilen baue ich ein Haus. Ist das unglaublich? Das ist absolut unglaublich. Hier eine wunderbare kleine Main Street, eher ein Plaza. Ich würde das eher nicht als Main Street bezeichnen, sondern eher als orientalisch angehauchten Plaza. Und da geht's hier rein. Hier gibt's natürlich direkt die Shops. Ey Leute, wie viele Leute sind denn bitte jetzt im Park schon? 1000. Ich glaube, ich mache den echt wieder zu. Die Framerate geht gerade echt so ein bisschen in den Keller. Ach, wir warten noch mal ein bisschen ab. Und was haben wir hier? Ah, Waiting Times. Okay. Gut. Ja, das ist schon... Nee, das ist mir zu krass. Nicht, dass das auch wieder abstürzt. Das hat der Coaster in letzter Zeit auch wieder. Wir machen den Park wieder zu, Leute. Das tut mir leid für die Leute, die jetzt hier reingegangen sind. Jetzt müssen sie alle umdrehen. Aber hey, Leute, macht's ist... Ihr könnt irgendwann anders da rein. Ich habe nun mal jetzt einfach Vorrang. Ja, und da ihr die Framerate wirklich nach unten droppen lasst, wenn ihr 4000 seid und ihr werdet immer mehr. Denn natürlich möchten alle in diesen Park. Und er hat das Cap auf 4000, das weiß ich. Hat er, glaube ich, in der Beschreibung geschrieben. Dann wird's krass. Und da, also das kann man gerne machen, wenn man sich den so anguckt. Und wenn man aber noch dann Aufnahmeprogramm laufen hat, dann wird's halt ein bisschen zu krass. Und da habe ich jetzt ein bisschen zu sehr Angst, dass er wirklich wieder abstürzt. Und da habe ich keinen Bock drauf. Also, hier, wunderbarer Plaza. Und das wird wahrscheinlich ein Ausgang sein. Ich weiß nicht, wir gehen wieder im Uhrzeigersinn, Leute. Was soll's denn? Hier schön kleine Pergolas mit grüner Bewachsung. So, Exit Only, danke. Och, danke, MKP. Oh, ich liebe dich, dass du das gesagt hast. Das bringt mir sehr viel, denn sonst würde ich hier etliche Kilometer einfach nur in die falsche Richtung laufen. Und das wollen wir natürlich nicht. Alter, wie schön es hier einfach wieder aussieht. Also, das ist so ein aufgeräumter, fast schon geleckter Park wieder. Ja, es sieht so gut aus. Es sieht so realistisch aus. Es sieht einfach schön aus. Die Wand mit diesen wunderbaren Blumen. Was sind denn das eigentlich? Rosen. Seit wann gibt es denn Rosen? Sind die aus dem Workshop? Gibt's die? Ich habe überhaupt keine Ahnung, Leute. Es gibt ja so viele neue Sachen. Ich habe ja letztens erst gecheckt. Glaubt ihr mir auch, bei der Ride Show war das, glaube ich, bei dem Blueheim-Ding, wo dieser Lift, dieser Sessellift war, wo ich halt meinte, ja, der ist aus dem Workshop und funktioniert halt nicht. Ist nur so eine Attrappe. Nein! Nein, das Ding gibt es mittlerweile. Sehr gut. Hanging Gardens, präsentiert von allen Rasten aus. Ja, wie geil ist das denn? Was ist denn Hanging Gardens? Da gehen wir natürlich direkt mal rein durch den Fastpass. Dürfen wir bei allen Rasten aus sowieso. Ja. So, gehen wir hier unten lang. Sogar... Der Eingang hier ein bisschen gethemt, nicht opulent, aber vollkommen legitim. Ach, das ist ein Hängi, ein Schwingi-Hängi. Ist es ein Schwingi-Hängi? Ah Gott, geil, da habe ich Bock drauf. Können wir das mal direkt testen hier? Präsentiert von alle Rasten aus, der Schwingi-Hängi, die Hanging Gardens, meine lieben Freunde. Und dann geht's hier auf diesen... Nee, das war aber ein anderer Coaster, der da jetzt runtergedroppt ist. Wir sind ja jetzt in diesem Schwinger-Ding. In dem Schwingerclub hängen wir hier drin. Und das geht hier geil an diesem Gebäude vorbei. Oh Gott, es ist super. Auch wie schön rund diese Struktur dieses Gebäudes ist. Wie viele Teile allein da verbaut ist. Das ist der halbe Park drin verbaut. Mein lieber Scholli. Und dann schwingen wir hier um dieses Gebäude rum. Geiler Effekt. Sieht von außen bestimmt auch mega geil aus. Sehr schön. Schöner Speed hier. Dann geht es hier durch einen kleinen Tunnel, durch eine Schlucht hindurch. Schön bewachsen. So. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern MKP diesen Park hatte extra auch im Workshop geschrieben, dass der überall laufen wird und er sich vielleicht zurückgehalten hat mit den Teilen. Da ist natürlich die Frage, sind manche Areas, so wie eben zum Beispiel dieser kleine Tunnel, wo halt oben ein bisschen was bewachsen war, sind die extra so schlicht gehalten, um an Teilen zu sparen? Ich denke nämlich schon, weil wir wissen ja, dass er es perfekt themen könnte. Er könnte hier sonst was noch reinklatschen. Und ich denke mal, er hat eben bewusst auf viele Teile verzichtet, um eben allen es möglich zu machen, diesen Park zu besuchen. Das ist natürlich aller Ehren wert. Und deswegen werde ich dann auch mal ruhig sein, wenn mal etwas nicht ganz so opulent gethemt ist, so wie eben der Tunnel. Normalerweise würde ich halt sagen, ey Leute, da muss noch ein bisschen was hin. Aber das passt schon, weil er, wie gesagt, die Prämisse hatte, dass dieser Park von allen besucht werden kann. Und dieser Prämisse
finde ich, ist es zu verdanken, dass eben auch wirklich alle diesen Park besuchen können und nicht so viele Teile verbaut wurden. So, guck mal hier, was ist denn das? Soll das die Sphinx sein? Lieber Nimsul, also... Entschuldigung, aber das sieht gerade so aus, als würde ich morgens in den Spiegel gucken. Und zwar 1:1. Ich finde es super. Ist das jetzt ein Scherz? Ich meine... Was hat die Sphinx die Leute immer gefragt? Irgendwas ist... Die Antwort ist Mensch, ne? Irgendwas, was ist am Anfang auf 4, dann auf 2 und am Ende auf 3 Beinen. War das so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber okay. Ich weiß nicht, ob das ein Scherz ist. Aber es sieht auf jeden Fall witzig aus. Ein kleiner Scherz vielleicht von MKP. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hier auch einfach mal so dieses kleine Gelöt hier und dann nach hinten einfach diese Struktur noch rangeballert und es passt perfekt in dieses Theming rein. Ach, sowas beneide ich ja. Mit wenig Teilen so viel zu bewirken. Also, ich will es auch endlich können. Was ist hier unten denn? Das sieht ja auch geil aus. Hier kann man sich hinsetzen. Oh Gott, Leute, was ist denn hier unten? Ist hier der... Ach, hier ist eine Bootsfahrt drin. Wo ist denn bitte da von der Eingang gewesen? Irgendwo... Alter, ich finde mich hier schon wieder nicht mehr zurecht. Es ist schon wieder zu krass. Aber wir bleiben jetzt erstmal in unserem Urteil. Wir gehen jetzt hier außen rum, liebe Freunde. Da hat das überhaupt keinen Sinn hier. Guck mal, schöner Freefalter, auch hier. Mit irgendwelchen Teilen... Mit massig Teilen hier einfach den Freefall Tower gethemed. Das ist natürlich auch geil. Wenn auch, und da muss ich jetzt leider Abstriche geben, es ist unrealistisch, weil die Schiene ist ja nun mal komplett überbaut. Ja, und er muss ja nun mal an irgendeiner Schiene entlanglaufen. Da sind die Räder. So, der ist nicht hier, aber... Nee, hier können die Räder da nicht dran. Also, es ist natürlich, sieht natürlich geil aus. Er hätte nur ein bisschen weiter das alles nach innen machen müssen. Dann würden die Räder da auch, aber es sieht trotzdem geil aus. Das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Wollen wir mal nicht so sein. Hier. Aber, was haben wir hier? Ist das der Eingang? Der ist jetzt der Eingang. Okay. So, Alter, das sieht ja auch geil aus hier. Das sieht ja auch geil aus. Und der Splash hier. Schön den Hippos in den Hintern spritzen. Geil. Die rasten bestimmt aus. Die haben richtig Bock. Und auch hier die beiden griesgrämigen Figuren hier. Und dann geht's. Was ist das denn hier? Ist das Hotel? Das ist ein Hotel, oder? Welches Hotel ist das? Ich glaube, mein Zimmer ist hier drin. Im Osiris ist mein Zimmer. Ich glaube, im dritten Stock. Hallo, ich möchte gerne in mein Zimmer. Ja. Genau, ich bin Brillibi. Ja, Hier ist mein Ticket. Und da möchte ich jetzt gerne in mein Zimmer. Dritter Stock, sagen Sie. Na gut, dann fahren wir hier mal mit dem Aufzug hinauf. Dritter Stock. Ist das der dritte Stock? 301, 302. Irgendwo hier ist mein Zimmer, glaube ich. Ich glaube hier. Ist das hier mein Zimmer? Nee. Nein, ich bin im Fall. Entschuldigung, ich bin wieder draußen. MK. Oh! Das war NPCs Zimmer. Da! Oh, es ist die 2. Hier sind wir. Ach Gott, hier lege ich. Oh, ist das schön. Schön mit einem Flachbildfernseher noch an der Wand. Schöner Spiegel da hinten. Ah, Leute, und gucken wir mal, ob wir was für einen Ausblick haben. Auf den Geschenkecoaster, auf die Pyramide. Perfekte Aussicht. Leute, wer will hier nicht wohnen? Oh, danke für dieses wunderbare Zimmer. Wunderbar. Sogar hier mit einem Klo und einer Dusche. Ach, geil. Das Bett könnte ein bisschen hart sein. Ist aber nicht weiter tragisch. Ich bin eh nicht so häufig im Bett. Ich bin lieber draußen in deinem Park, mein lieber Freund. So, sehr schön. Geiles Hotel. Das sieht von außen schon geil aus. Und auch, dass die Wasserbahn dann da drüber hinwegführt, hier mit den Fenstern drin. Mega Idee einfach. Finde ich richtig, richtig geil. Natürlich die Stützen hier abgedeckt. Ach Gott, er enttäuscht mich einfach nicht. Was haben wir hier? Exit Only. Vielen Dank nochmal dafür. Leute, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich verpasse gerade alles. Wo geht's hier rein? Ist das die Wasserbahn? Die müssen wir ja noch abgehen hier. Die würde ich sogar fahren. So, er hat auch übrigens explizit geschrieben, alle Attraktionen sind auch dafür gemacht, um sie während der Nacht zu fahren. Und da ich ja jetzt hier den Tagesablauf anhabe,
passt das ja alles. So, wir testen direkt die Wasserbahn. Wir fahren heute Wasserbahn. Ich hab Bock. Luise, danke fürs Drücken. Wir hauen hier einen raus. Ich möchte mit dieser Wasserbahn fahren. So, die geht nämlich schön hier an unserem Hotel vorbei. hier spritzen sie. Hier wird man ein bisschen nass, guck mal. Und da hinten sitzen sie an der Bar, weißt du, und lachen einen aus, dass man hier nass wird. Aber ist eine geile, geile Geschichte. Das will ich auch mal sehen, ey. Das ist so eine Bar und im Hintergrund fahren die Leute auf einer Wasserbahn. Wie geil ist das denn? Entschuldigung. So, hier schöner Wasserfall. Ach, Leute, hier unten schön alles. Ah, hier kommt man in die grünen, hängenden Grottengärten. Na? In die Grottengärten, in die GGs. Leute, geil. Und dann die Glühwürmchen, die einen hier empfangen. Chakabu, chakabu, chakadibu. Und dann geht's hoch. Sehr schön. Aber den großen... Oh, bitte speichern. Oh, mein Glück. Ich dachte schon, er stürzt wieder ab. Aber eigentlich geht's von der Framerate her. Ich hoffe, dass es heute mal nicht abstürzt. So, wir sehen den Mond vor uns. Und sind jetzt schon relativ weit oben. Kommt da noch ein Lift hin? I'm not sure. Also es ist aber eher so ein, klar, ein bisschen Themenfahrt auch, aber es ist eher, es geht darauf hinaus, dass wir hier den Splash-Moment haben. Zack, schön umgeben hier von den Fontänen. Ah Gott, die Frische spritzt einem ins Gesicht. Schmetterlinge schwirren umher, der Coaster über uns. Ach Gott, geil. Mega gut. Mega gut. Und da hinten geht's nochmal hoch. Mal ein bisschen schneller. Bisschen schneller. Ich weiß nämlich, dass wir wahrscheinlich hier noch etliche Zeiten verbringen in diesem Park. So. Auch wenn er von der Fläche her, glaube ich, gar nicht so groß ist. Zumindest sah dieses Rondell jetzt nicht so mega krass riesig aus. Aber wir werden sehen. Ich glaube, jetzt sind wir am höchsten Punkt der Bahn. Neben dem Geschenke-Coaster. Also wir werden noch einen großen Splash-Moment erleben hier. Wow, ist das aber schön. Ja, das ist es wirklich. Das kann man so sagen. Was ist das für ein Stab hier? Ich will nochmal gucken. So. Und dann wird es auch noch hell. Schön morgens hier runtergebraust. Alter, jetzt geht's aber hier ordentlich ab. Zack, boom. Da war ein kleiner Stein noch dazwischen. Das zerfetzt natürlich das Boot an der einen Stelle. Beziehungsweise rammt sich ein bisschen dagegen, sodass nach 10 Runden vielleicht jeder Baumstamm mal ausgewechselt werden muss. Aber okay. Kleiner Stein da. Kleiner Stein. So, hier wieder ein bisschen Themenfahrt. Und dann geht's auch wieder in die Station. Sehr geil. Also sowohl... Also ich glaube, die ist sogar nachts schöner als tagsüber. Aber wunderbar. Sieht wunderbar aus. So, hier, das gucke ich mir jetzt nochmal an. Da ist er. Da ist das gute Stück. Da ist das gute Stück. So, ich mache das jetzt mal für ihn. Ja, dauert jetzt... Das dauert jetzt. Hallo, kann ich den mal bitte angeklickt haben? Dankeschön. Freunde. So, ist schon perfekt. So, ist schon perfekt. Bitteschön, mein Lieber. Das hätten wir gefixt. So, und dann halte ich jetzt auch nichts mehr zu beklagen. Jetzt ist er eine 1A. Jetzt ist er eine 1A Wasserbahn hier. Jetzt ist alles super. Und auch wie es hier einfach wieder aussieht. Ach Gott, ey. Zum Niederknien. Zum Niederknien. Ah. Was ist hier? Können wir da mal rein? Lutz Erhard? Ja, wir gehen einfach mal durch. Ach, das ist hier dieser Roundy Round. Round, Double Round. Double Roundy, Roundy Round. Ja, ja. Auch hier mit den Farben natürlich fügt sich wieder sehr gut in dieses orientalische Thema ein hier. Warum eigentlich Classic World? Habe ich jetzt auch noch nicht so ganz begriffen. Hier ist die Pharaoh. Powered by Shadow X. Phoenix. Danke dafür. Gucken wir uns das mal an. Ist das der Geschenke-Coaster? Auch schön hier natürlich wieder die Warteschlange ein wenig gethemed. Ja, selbst mit Schlangenkopf hier dran. Aha, hier eine schöne Glaspyramide. Stein und Glas, Leute, das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige. Was ist denn, wo geht's denn jetzt hier bitte? Ich hab keinen Plan mehr, wo es jetzt hier lang geht. Hier runter. Ach, das, wir sind auf dem Quick Pass, deswegen. So, das ist doch der Geschenke-Coaster, liebe Freunde. Sehr schön, da gehen wir drauf.
Alter, seit wann kann man denn da bitte seinen Namen draufschreiben auf die Züge? MKP Pharaoh. Hallo? Wartet! Nein, stopp! Stopp! Dankeschön! Hat noch geklappt. Ah, oh, ein Glück. Die gute Sabrina hatte Erbarmen mit uns, dass wir noch reinkommen in diesen wunderbaren Geschenke-Coaster. Jetzt weiß ich auch, was es eben war. Das war der Geschenke-Coaster. So, schöner Speed hier. Oh, geht geil auf dieses Gebäude drauf. Ganz knapp vorbei. Und dann hier direkt wieder der nächste Hill in die Schlucht rein, die dann unten noch ein bisschen anders aussieht. Sehr geil gemacht. Ein bisschen Variabilität hier im Theming. Oh, und dann geht's sogar nach drinnen. Schön mit den Lichtern. Ach, Leute, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Hier unten die Knochen oder was das sein soll. Schöne Inversion hier. Toller Speed. Bisschen Wasser. Viele, viele Stützen auch. Macht tatsächlich nichts. Sieht trotzdem geil aus. Und passt auch irgendwie zum Thema eben. Also diese klaren Strukturen samt Glas, Stein und den Stützen. Sehr geil. Shadow X Phoenix oder nur Shadow Phoenix. Danke für diesen Sponsor. Tolle Bahn. Tolle Bahn. Gefällt mir richtig, richtig gut. Die ist, vor allen Dingen ist sie schnell. Sie ist schnell und doch auch nicht so kurz. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Es gibt, sie ist auch auf kleinem Raum, tatsächlich. Ihr seht das. Und trotzdem ist sie einigermaßen lang. Also, toll gemacht. Richtig schöne Bahn, auch dass sie unten durch die Schlucht dann geht. Gefällt mir richtig, richtig gut. Die große Pyramide, die man hier im Wartebereich durchschreitet. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Machen wir das mal wieder aus. Warte mal. Nee, hab ich. Gut. Gehen wir hier durch. Babs. Oh, da, hier ist sogar noch, hier kann man sogar noch essen. Ja, kann man sogar noch essen. Shops noch und nöcher. Oh, und dann geht's hier in so eine kleine Höhle rein. Auch schön bewachsen, das Ganze. Und man merkt langsam, dass es im Kreis sich hier alles bewegt. Ja. Keine wirklich geraden Strukturen. So, wir kommen aus Ägypten raus und sind jetzt offensichtlich in Griechenland angelangt. Und deswegen vielleicht Classic. Weil das natürlich die klassischen Themengebiete so ein bisschen sind. Griechenland hat man häufig. Man hat häufig Ägypten. Und es sind natürlich auch die klassischen oder die geschichtsträchtigen Länder, ja, die wir hier bereisen. Das mag natürlich auch sein. Hier ist ein neues Hotel. Das Olympus. Da habe ich kein Zimmer drin. Aber das ist auch lange nicht so schön wie das Osiris. Das muss ich aber hier mal sagen. Das Osiris passt schon sehr gut zu mir. Das hier ist halt eher für die etwas, sagen wir, nicht so gut betuchten Gäste. Ja, ein Massenabfertigungshotel. Aber auch das ist natürlich wunderschön. Hier mit diesem großen Festsaal unten direkt an der Rezeption. Auch das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir können uns ja auch hier nochmal gerade ein Zimmer anschauen. Sind natürlich viel kleiner, ist ganz klar. Channel 5 Gaming hat's halt nicht so dicke. Ja, aber eine größere Duschkabine. Naja. So, Exit Only, vielen Dank. So, hier haben wir die Odyssey. Was? For Bedroom Studios? Was? Was? Ist das ein Tee? Das ist doch ein Tee, oder? Petrocinado for Bedroom Studios? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ist das der Presenter? Ist das der Presenter? Leute? Ich weiß es nicht. Aber wir gehen jetzt hier drauf. Bags. Rucksäcke. Ist auch geil, dass er es mal in verschiedenen Sprachen dann hier noch aufschreibt. Ich weiß gar nicht, was für ein Landsmann er selber ist. Oh nein, wir sind falsch. Hier sind wir richtig. Ah Gott. Dieses Spiel beim Sonnenuntergang, ich kann es nur immer wieder betonen, das ist einfach das Schönste, was ein Computer zu bieten hat. So. Oh, der ist echt hoch, der RMC hier. Und es geht wieder über 90 Grad Winkel runter. Schöner Speed hier in Rechtskurve rein mit halber Inversion hier. Und da kommt schon die gesamte Inversion jetzt hier direkt danach. Wunderbarer Speed. Man weiß schon gar nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Ach Gott, wie smooth dieses Teil hier durch die Prärie dampft. Das ist schon aller Ehren wert. Das ist schon ganz toll. Und wie schnell er sich auf die etwas seichteren Hügel dann beschränkt. Das ist schon echt schön.
und dadurch eben gewissen wirklich einen Top-Speed hat, hier durch die, jetzt weiß man wirklich nicht mehr, wo oben ist, durch die Höhle. Das lag natürlich auch daran, dass überall dann Gras war in der Höhle. Ein sehr schöner Effekt. Bedroom Studios scheint wohl der Presenter zu sein. Kenne ich gar nicht. Was ist das? Man möchte es nicht wissen eigentlich. Bedroom Studios könnte auch was ganz anderes bedeuten. Aber das wollen wir mal nicht hoffen. So, ein sehr schöner Coaster. Auch hier wieder brillant. Das ist schon... Also, dass er das mit dem Speed so hingekriegt hat, der ist eigentlich relativ hoch und hat aber dann zwei schöne Gefälle, um dann aber trotzdem speedtechnisch noch auf einem Niveau zu sein. Ihr seht auch, dass der Second Hill und der Third Hill, die sind recht gleich, aber der Unterschied vom First zum Second ist schon, das hier ist der Second sogar, ne? Aber dadurch, dass der auch so sehr geschwungen ist, passt das dann auch wieder. Also sehr schön, sehr, sehr schön. Richtig feiner Coaster hier. Gefällt mir richtig, richtig gut. Hier oben wieder. Ah, guck mal hier. Mit Tomaten und ein richtiger schöner Schaschlik-Spieß hier. Geil. Hier kann man sich hinsetzen und mal schön die Baume seelen lassen. Und das ist natürlich auch immer etwas, was viele Leute gerne machen. So, hier geht's nach Rom. Speicher bitte. Oh. Und da geht's zum Herakles und wieder nach Ägypten. Wir gehen mal einfach weiter hinten im Uhrzeigersinn hier entlang, würde ich sagen. Ach Gott, es sieht so geil aus. Poseidon, präsentiert von Hannibal. Ah, der Hanni, auch verewigt. Poseidon präsentierst du. Na, was ist denn die Poseidon? Das kann ja wieder nur ein kompletter Crap-Coaster sein, wenn du den präsentierst. Kleiner Scherz, Hanni. Natürlich wird es ein grandioses Fahrerlebnis der absoluten Obersuper-Duper-Klasse sein. Ey, mein Gott, der Anstehbereich ist ja schon meilenweit. Zu laufen. Ich kann nicht mehr reden. Ist das... Ah, eine Wasserachterbahn. Na, da sind wir doch gespannt. Das passt doch zu dir. Pff, weiß nicht, warum das passen sollte. Aber sagen wir es einfach. So, die Poseidon. Natürlich, das passt ja auch vom Namen. Da hätte ich mir denken können. Heißt die im Europapark nicht auch Poseidon? Der Wassercoaster? Die Wasserachterbahn? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine aber schon. Lutz. Genau, einfach mal die Bügel runter und dann geht das jetzt hier ab. Dankeschön. So, wir gucken uns das Ganze an bei Vollmond natürlich. Und dann geht es hier direkt mit Düsenanlagen, wird man schon ein bisschen hier darauf vorbereitet, was jetzt folgt. Nämlich ein schöner Splash-Moment direkt. Also erstmal wirklich einfach nur hoch, Splash, Themenfahrt. Ach, guck mal, jetzt geht hier sogar das Feuerwerk los, oder was? Ich fasse es nicht. Wie viel Glück haben wir denn? Wir sind hier mitten an der Bahn, direkt neben dem Feuerwerk. Wir bekommen hier schon fast die Augenbrauen weggeflötet. Geil. Oh, haben wir ein Glück. Mega, wir hatten ja mega Glück. Ist das krass. Wir fahren auf dieser Poseidon während dem Feuerwerk. Alter Leute, das seht ihr aber nur in meiner Parkshow. Das kann ich euch aber garantieren. Das gibt's nur in meiner Parkshow. MKP hier. Live dabei sind wir. Wir sind sehr schräg gerade. Aber und verrenken uns ordentlich den Nacken. Aber wir wollen natürlich auch was vom Feuerwerk sehen. Aber jetzt geht's erstmal runter und wir kümmern uns wieder um den Coaster. Der ist natürlich wieder smooth. Das ist ja ganz klar. Hier an dem... ach Gott, wie heißt dieses Ding da nochmal in Athen? Ist es gar nicht in Athen, glaube ich, oder? Ist das in Athen? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in Griechenland. Ja. Der Tempel... des Ataris oder so. So, dann hier ist schön der Splash-Moment. Sehr gut. Ah, sehr schön. Sehr, sehr geil. Ich bin gerade geflasht, dass wir das Feuerwerk auf diesem wunderbaren, auf dieser wunderbaren Wasserachterbahn erleben durften. Toll. Hannibal, hast du gut gemacht. Sehr schöne Bahn von dir. Bravissimo, bravissimo. Und natürlich auch ein Feuerwerk in deinem Sinne. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. So, und wir gehen den Ausgang hier entlang. Und sind am RMC. Ah, guck mal hier. Der Frisbee. Ist ja immer so ein Ding, ne? Ob man den baut oder nicht, weil er ist so riesengroß einfach. Aber dadurch, dass er ihn hier tiefer gelegt hat und er neben diesem riesigen RMC-Coaster ist, kann man ihn dann auch mal bauen. Hier eine schöne, schöne Steinwand noch dabei. Das macht schon viel her. Wenn er jetzt auf einem platten Grund stehen würde, dann sieht dieses Ding einfach sehr klobig aus.
Das ist so. Aber hier hat er sehr schön gelöst. Dadurch, dass überall ringsrum größere Sachen sind und man viel sehen kann, passt das, finde ich, sehr, sehr gut. So, wir gehen weiter. Hier natürlich der geile Splash-Moment. Ist ja hier schon fast 90 Grad. Das ist 90 Grad. Das ist natürlich krass. Wo kann, hier können die Leute einfach hin und können den Leuten zugucken beim Splashen. Sehr cool. Wir gehen weiter im Uhrzeigersinn hier lang. Ist jetzt übrigens noch keinen Pfeiler gesehen. Ach, das hier sieht einfach geil aus. Sieht einfach geil aus. Sieht einfach mega aus. Da, das ist schon hier der nächste Riesenbrüller, der da auf uns wartet. Ist das hier schon der Anstehbereich dafür? Nein, das ist der Ausgang. Du hast es nicht beschrieben. Es war klar, dass ich es irgendwann tun werde. Du hast mich im Stich gelassen, MKP. Ich muss immer aufpassen, dass ich die NPC sage, ne? Diese drei Buchstaben ist ja auch immer... Naja. Ach du Jemine. Cäsar Augustus, powered by Channel 5 Gaming. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Das scheint ein Riesending zu sein. Das wird ordentlich, meine lieben Freunde. Wir gehen natürlich den Fastpass entlang. Oha. Ich bin gespannt. Alleine hier das Stationsgebäude auch wieder. Mega geil. Ist ja gerade ohne uns losgefahren. Kann das sein? Könnt ihr erstmal wieder rückgängig machen. Auch hier wieder super Bewertung. Wir gehen mal rein. Oh Gott, nein. Wir gehen in den hier. So. Wang Ching. Drückst du das Knöpfchen jetzt schon? Wang Ching. Ah, danke schön. Vielen Dank. Da ist aber noch ein anderer Coaster drin verwoben hier. Es wäre geil, wenn der plötzlich einfach die Strecke ändert und das ist derselbe Coaster. Gibt's sowas? Dass der dann die Strecke ändert? Einfach plötzlich von so einem Coaster. Die müssen ja eigentlich nur die Reibdinger, die Reibrinnen hier, die Reibrohre. Die müssen gleich sein, den Rest könnte man verändern. Plötzlich auf einen Woody oder so. The Changing Coaster. So, jetzt geht's aber hier ordentlich runter, meine lieben Freunde. Hier auf dem Channel 5 presented Kaiser Augustus, Cäsar Augustus Coaster hier. Oha, geil. Da noch ein schönes Schild mit Channel 5 Gaming. Und der ist hier natürlich auch sehr smooth. Was ist das? Giga Coaster? Hyper Giga Mega? Man weiß es nicht. Aber sehr schöner Speed hier. Richtig fein an der anderen Strecke vorbei. Über die Dächer hinweg, in die Schlucht hinein. Sowas macht Bock. Sowas macht Bock. Und sehr viele Crossings. Sehr geil. Ah, sehr geil, ey. Es ist einfach... Da geht einem das Herz auf bei diesem Coaster. So schön smooth. Wie er sich hier lang dödelt. Ja, einfach toll. Hier das Labyrinth, wie viele Crossings hier sind. Guckt euch das mal an, das Gebiet hier. Nur Coasterlinien, ja, die man alle irgendwann mal abfährt. Richtig geil einfach. Auf engstem Raum einfach ein Megateil hierhin geballert. Richtig brillant. Schön hier das Theming. Ach Gott, man fühlt sich einfach, ja, man fühlt sich einfach hineinversetzt. Was ist denn da gerade? Was habe ich denn da gerade gesehen? Irgendwas Komisches. Mega geil. Mega geil. So. Einmal, nee, das war zu viel. So, jetzt sind wir richtig. Aber was ist das für ein anderer Coaster, der da noch drin verwoben ist? Ach Gott. Sehr schön. Geil. Oh, wie geil sieht dieser Autoscooter denn bitte aus? Also das ist auf jeden Fall der schönste Autoscooter, den wir bis jetzt gesehen haben. Ist so. Auch wenn das jetzt ein Ausgang ist, geht da jetzt rein. Wie geil sieht dieser Autoscooter denn bitte aus? Gut, ich wage zu bezweifeln, dass sie im alten Griechenland hier Autoscooter gefahren sind. Ja, wir sind gar nicht mehr in Griechenland, oder? Das ist doch Rom jetzt hier. Cäsar, das hier ist doch wohl das Kolosseum. Leute, bin ich jetzt verrückt geworden? Habe ich irgendwann den Eingang verpasst? Muss ich mal gerade zurück. Wir sind doch jetzt in Rom hier. In Italy. LKW. Rome, ja. Rome, Rome, Rome. I thought so. So, wir gucken mal weiter. Ist doch ein Kindercoaster drin. Aha, Romulus und Remus, meine lieben Freunde. Natürlich, das wird der Kindercoaster sein. Ist das ein Kindercoaster? Von Knoxville presented. Ist das ein Kindercoaster? Oder ist das schon wieder so ein Fake-Kindercoaster, der einfach komplett den Kindern den Kopf wegbläst?
Das ist ein Kindercoaster, kann mir doch keiner erzählen. Hier, schöner Caterpillar. Romulus und Remus, meine lieben Freunde. Wir fahren eine Runde, der hier in den Gigacoaster eingewoben ist. Ist eigentlich ganz geil für Kinder, weil die können sich dann immer freuen, später auf die Großachterbahn zu dürfen. Hilf mir endlich auf die Großachterbahn, Papa! Nein! Ja, okay, aber mit der Kleinen dürfen wir schon fahren. Ja! Und irgendwann, wenn sie alt sind und der Papa längst gestorben, dürfen sie endlich den Gigacoaster fahren. Natürlich nicht. Ich hoffe natürlich auch schon vorher. Sehr schön, wie das hier auch durch die, über die Station geht es sogar. Habe ich gar nicht gesehen. Das war das, was ich eben gesehen habe. Ah, okay. War doch kein Grafikbug. Ja, schön hier unten lang mit Lava und Feuer wird es den Kindern auch nochmal warm. Aber das ist schon ein Advanced Kindercoaster. Also der ist schon, also er hat schon einen ordentlichen Hill und ordentlichen Speed. Das ist jetzt nicht so ein Kindercoaster, wo man sagt, hier easy peasy, ne? Das ist schon mittelmäßig, würde ich sagen. Der letztes Mal, der war tödlich und der hier ist mittelmäßig. Nein, der ist natürlich super. Also es ist ein Family Coaster. Sagen wir mal, es gibt ja noch einen Unterschied. Es gibt ja nicht nur schwarz und weiß. Es gibt jetzt nicht nur die krassen Coaster und die seichten Coaster oder die mega seichten. Das hier ist ein Mittelcoaster. Ein Family Coaster. So, hätten wir das auch mal geklärt. Schöner Family Ride hier. Romulus et Remus, meine lieben Freunde. Ah, so, und hier ist das Kolosseum in ein wenig kleiner, in einer Miniatur. Ich würde sagen 1:4 vielleicht, 1:3, 1:4, sowas. Porta Septentrionalis Northgate. Ah, guck mal, da fighten sie. Ach, da fühlt man sich doch wie Russell Crowe hier. Arr, barabum. Sagen die das? Ich weiß nicht. So, okay, wir gehen hier. Aber es sieht auch wieder geil aus, ne? Dieses Kolosseum sieht einfach auch schon wieder mega aus. 1:4 war es übertrieben, glaube ich. Ich glaube, es ist eher 1:3. 1:3, würde ich sagen. Ich war noch nie in Rom. Ich sag einfach 1:3. So, wir gucken uns weiter um. Das ist bestimmt wieder ein Ausgang hier. Hast du wieder nicht beschildert, oder? Ah! Manchmal lässt du mich im Stich hier. Auch hier immer kleine Shops zwischendrin. Ah, sehr schön. Kommt schon. Wie diese Achterbahnen immer wieder ineinander verwoben sind. Und man, das ist ja auch noch hier. Da ist ein Dropkick-Coaster auch noch drin. Leute, ich bin komplett flashed jetzt hier aber langsam. Was ist denn hier los? Wie schafft er es? Coaster präsentiert von mir! Von mir! Von mir! Das ist mir! Den habe ich gebaut. Wie heißt der denn? Oh Gott, ich kann es nicht lesen. Oh Gott, ich kann es nicht lesen. Ich kann es wirklich nicht lesen. Wir müssen es in der Station lesen. Da waren zu viele Blumen drunter. Ja, Leute, aber ganz klar, ich habe hier mit Gold nicht gespart, ne, bei der Finanzierung. Nein, nein. Also da sind ein paar Millionchen geflossen, ne, um diesen wunderbaren Ride hier zu machen. Ich bin gespannt, was das überhaupt für ein Ride ist. Oh, das ist so ein kleiner, kurzer, mit so kleinen, kurzen Zügen, der so mega smooth durch die Gegend heizt. Sehr geil. Natürlich. Aha. Hammurabi. Na, das hätte man ja fast lesen können. Aber ich hatte Hamm, hatte ich schon mal. Nur Urabi war dann ein bisschen schwieriger. Oh, der ist von mir. Ich bin gespannt. Kommen wir da rein? Oh nein. Wir nehmen den. Oh, Hammurabi. Oh, mein Coaster. Und direkt falsch getrieben. Ja, das liegt aber da. Das liegt am Timing. Danke, Augustus. Jetzt passt's nämlich. Schön hochgegangen, weil wenn man den testet, dann gehen die zu schnell hintereinander los, wahrscheinlich. Und dann kann es auch mal nicht passen. Thank you for your comments under the video. Was? Ich konnte es nicht richtig lesen. Alter, was steht denn hier alles? Oh mein Gott. Ah, das sind auch Comments-Schreiber. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ich glaube, er bedankt sich wieder für Comments. Oh, wir sind in diesem Main. Ich bin am Coaster direkt hier in dem Main-Ding. Oh, wie toll. Oh, du Scheiße. Und dann geht das hier im 120-Grad-Winkel nach unten nur. Geil. Und dann mega smooth. Diese Abfahrt. Mega. Ja, kriegst du über Adrenalinschuss. Bam! Gesetzt. Und dann hier durch diese wunderbare Landschaft. Der beste Coaster, den ihr je gefahren seid hier. Der ist ja wohl mega.
Vor allen Dingen, dass man da mittendrin ist, in diesem Hauptbuilding auf dieses Parks. So, ich kann überhaupt nicht mehr reden. Ich bin komplett flash. Und dann hier, Beschleunigung. Ah, sehr, sehr geil hier. Ist das wunderschön? Oder was? Ja, da ist das ganze Können von Nimsul oder MKP oder eben mir. Das sieht man hier einfach in diesem wunderbaren Coaster. Ja, ich will, dass er nicht endet. Ich möchte nicht, dass er endet. Oh, wie ihr auch mit dem Speed hier haushaltet. Ja, diese eine Beschleunigung und dann massig Kurven, massig Airtime hier. Wunderschön. Und dann dieses Gebiet hier auch einfach richtig, richtig toll. Und da diese Goldhöhle habe ich gerade gesehen. Natürlich. Oh, mega geil. Da ist die Goldhöhle. Sehr schön. Da ist mein ganzes Geld hingeflossen, liebe Freunde. Leute, wie geil ist dieser Coaster? Bravo. Bravo, Nimsul. MKP, vielen, vielen Dank. Du hast den schönsten Coaster von dir, hast du mir gewidmet. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Nein, die anderen waren auch alle perfekt. Nichts auszusetzen. Aber es ist natürlich so, dass man den man selber präsentiert, findet man schon auch am geilsten, oder? Da muss man ja auch nicht drum rum reden. Ja, ich find's geil. Ich fahr nochmal. Wir fahren nochmal. Ich will auf jeden Fall den Anfang hier nochmal. Ja, wir fahren den ganzen nochmal. Ich will's nochmal. Wie man jetzt hier auf den Eingang guckt. Mega. Und dann hier runter droppt. Man sieht das Wasser unten. Das ist ja fast schon Dropkick jetzt hier. Und dann Bamsen. Das ist ein Little Dropkick. Fast Little Dropkick, man. Yo, yo, yo. Sehr geil. Ach, Leute. Mega. Dann dieser Beschleunigungsstreifen dann dazwischendurch. Guck mal, überall links und rechts die kleinen Schiffchen, wie sie hier durch die Gegend heizen. Mega. Fällt mir einfach richtig, richtig gut. Hier unten schön grün. Jetzt auch mal bei Tag können wir das ja sehen. Oh, Leute. Und jetzt geht's ab. Wusch. Wusch, sage ich nur. Das sind 120, 130 km/h, die wir hier spitze fahren. Geil. Hier, yeah, geil, aus dem Sitz gehoben hier. Schön hier jetzt im 90-Grad-Winkel nach links gedrückt. Da, sehr viele Crossings auch hier. Es ist mega. Es ist mega. Auch die Farbgebung passt richtig gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Nur auch hier ist schon wieder der richtige Dropkick, der große Dropkick schon wieder drin verwoben. Man sieht hier gerade die Schiene. Das ist richtig, richtig geil gemacht einfach. Wie er diesen Park aufgebaut hat, ey. Großen Respekt an die Infrastruktur. Ja. Einfach richtig, richtig krass. Richtig, richtig, richtig krass. Oh, super. Auch die Station, die sieht einfach mega aus. Diesen blauen Stein. Muss man sich auch erstmal trauen, aber das sieht trotzdem mega aus einfach. Toll. 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 Ich kann mich nur ganz, 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 ganz herzlich bedanken. Super, super, super geil. Euphrates, was ist denn das? Wo sind wir jetzt? Ich bin raus. Ich will zum Dropkick-Coaster erstmal. Ich bin hier jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Hier, warte mal, hier war das Kolosseum. Da sind wir doch richtig. Am Kolosseum waren wir doch auch eben. Ach, guck mal hier, auch das Riesenrad. Oder gar nicht gesehen. Ah, wunderschön. Wunderschön auch hier mit den Säulen. Ja, sehr wunderbar. Sehr wunderbar. Leute, ich kann heute nicht reden. Ich bin zu fasziniert. Was ist hier? Ach, das ist die Bootsfahrt. Siehste? Das ist die Bootsfahrt hier. Und dann ist auch noch so ein riesen See einfach in diesem Mini-Park. Der hier, wo hier die Schiffe lang schippern. Aber auf dem waren wir doch auch noch nicht. Wie haben wir den denn übersehen? Oder wir haben den Coaster hier übersehen. Wo ist denn bitte der Eingang? Gut, weil wir wahrscheinlich noch nicht in der Mitte waren. Machen wir das jetzt. Ach, guck mal hier. Was, Skorpionwurst? Okay, die möchte ich nicht unbedingt essen. Hier geht's nämlich lang. Weil wir in der Mitte noch nicht waren. In der Pyramide waren wir nämlich. Da ging es dann zum Geschenke-Coaster. Hippo Burrito. Croco Kebab. Ah, hier gibt es aber schon sehr ausgefallene Sachen.
Genau, da sind wir in die Pyramide und haben hier den Horus verpasst. Von Red Dragon. Sehr schön. Oder Red Dragons. Den wollen wir uns natürlich auch angucken. Das ist so ein Klassiko, ne? Klassiker. Klassiko. Hängi. Wo bin ich hier gerade? Bin ich irgendwie abhanden gekommen? Nee, hier geht schon die Stelle. Nee, hier geht's lang. Bisschen schwierig, diesen Weg zu folgen. So. Klassischer Hängi jetzt hier. Presented by Red Dragons. Hallo, was habe ich denn jetzt hier angeklickt? So, den will ich. Können wir das mal gerade testen, den ganzen hier? Der sieht dann nämlich auch mega aus. Luisa, meine Gute, wir sind da. Wir möchten testen die Bahn von Red Dragons, bitte. So, schöner Lift hier. Und dann gucken wir uns mal an. Das ist ein richtiger Klassiker jetzt hier. Wahrscheinlich war das die erste Bahn. Nein. Irgendwie sieht dieser Park so in einem Guss aus, dass, glaube ich, ein Milliardär hat diesen Park gebaut und er war komplett fertig. Es gab keine erste Bahn. Alle waren die ersten Bahnen. Aber wenn, dann wäre so eine die erste Bahn. Oder der Kindercoaster. So, sehr schöner Speed hier. In die Inversion rein. Auch hier die Farbgebung finde ich wieder sehr schön. Passt auch ein bisschen zu Red Dragons. Es ist ja ein bisschen rötlich, möchte man meinen. Auch hier... sehr schön gemacht. Wir haben mit dem Speed haushaltet. Hier ein bisschen runtergebremst, um in den nächsten Teil der Bahn zu kommen. Und die sind ja ein bisschen ruppiger, ne? Diese Stahlmonstrositäten. Ah, und dann geht's hier runter. Mit Dampf versehen, diese kleine Höhle. Sehr schön. Speichern bitte. Danke. Und dann geht's hier lang. Sehr fein. Auch hier das Spiel zwischen dem Wasser, ja, den Loopings, drinnen, Höhle, alles gibt's hier einfach. Sogar eine getimte Tür, die dann wahrscheinlich zurück in die Station führt. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Bravo, auch hier kann man nichts dran aussetzen an diesem Coaster. Richtig, richtig schön. Und der sieht auch von außen einfach, guckt euch das an. Na, so. Guckt euch das an, das sieht einfach grandios aus. Und wie er diese ganzen Coaster miteinander verwoben hat, einfach nur riesen Respekt. Wie schön diese Brücke hier auch ist. Von allem das Riesenrad. Leute, Screenshot. Screenshot. Ich mache jetzt einen. Zack, ich habe einen Screenshot. Weiß ja nicht, was ihr macht, aber allein schon auch die Beleuchtung dieses Riesenrads. Alter Schwede, ich... mein Herz. Mein Herz, es ist berührt. Es ist berührt und weiß nicht wohin. Es geht auf. So, jetzt suchen wir uns mal den Dropkick Coaster. Wo geht's zum Dropkick Coaster? Hier, ist das der? Hardian? Hardian? Ich glaube schon. Bei Twisted Knot. Das schauen wir uns aber mal genauer an hier. Da sind wir schon an der Station. Der Dropkick Coaster, Freunde. Das ist es ja. Hadrian, nicht Hardian. Okay. So. Also, die gute Erika hat den Finger am Knöpfchen. Es wird alles released, es wird runtergefahren. Das Tor wird geöffnet und wir fahren los. Sehr schön. Ah, diese Breite von diesem Dropkick-Coaster. Ein wahres Wunderwerk der Technik, was wir hier mal wieder erleben. Und dann, oh Gott, der Sonnenuntergang wieder. Sehr schön. Und dann noch irgend so ein Teil dran gebaut. Und dann droppen wir uns jetzt hier erstmal richtig schön den Frust von der Seele. Und diesmal nicht klassisch in so ein Loch rein, sondern in die Achterbahnen einfach rein. Das sieht so geil aus, wie die da unten herhuschen beim Brilibi Coaster. Sehr geil. Wunderbar. Smooth. Geht das hier durch die Stadt, durch die... Ja, das ist ein längerer Coaster. Tatsächlich mal ohne Inversion und ohne Loch. Das sieht man selten beim Dropkick Coaster. Aber warum auch nicht? Da ist wirklich jetzt mal der Fokus auf den Drop gelegt. Ich hätte vielleicht noch eine Inversion eingebaut, tatsächlich. Aber so würde ich auch mitfahren, natürlich.
Aber eine Inversion hätte dem Ganzen vielleicht auch noch ganz gut getan, muss ich mal sagen. Aber warum auch nicht? Muss ja nicht immer sein. Also der Drop hier runter alleine, dafür lohnt sich dieser Coaster natürlich schon. Allein wie das hier wieder aussieht, mega. Einfach nur mega. Leute. Ey, die Planung von dem Ganzen. Wie krass ist denn bitte die Planung? Was ist das jetzt hier für ein Anstehbereich? Ach, das ist meiner. Natürlich, der ist so opulent. Da fragt man sich schon mal, was da Sache ist. Leute. Ich frage mich gerade, wie viel Uhr wir haben. Ich glaube, 9 Uhr war Feuerwerk. Oder ist Feuerwerk. Wie viel Uhr haben wir denn? 20 Uhr. Müsste also gleich kommen. Das wollen wir natürlich nochmal mitnehmen hier. Ah, und da gucken wir uns jetzt noch ein bisschen um. Ich glaube nämlich, dass wir soweit alles gesehen haben, was den Park angeht. Ah, sieht so schön aus. Was die Achterbahn angeht. Gab's denn Dark Ride? Habe ich wieder Dark Ride irgendwie verpasst? Oh Gott, nimmst du, ich will dir jetzt hier nicht zu nahe treten, aber habe ich einen Dark Ride verpasst? Ich hoffe nicht. Was ist das jetzt hier? Ah, 21 Uhr. Mare Nostrum, unser Meer. Wir setzen uns schon mal. Da ist auch das Pult. Ich könnte es auch einfach anmachen, aber wir haben doch bestimmt jetzt 21 Uhr, oder? Ja, in 5 Minuten. Was habe ich getan? Da mal auf hier, Brilli. Da geht's nämlich los. Feuerwerk. Meine lieben Freunde. Oh, ist das wunderbar. Aber wir gehen mal ein bisschen weiter weg hier von dieser Tribüne. Dann sehen wir mehr. Wir haben ja nun mal die Möglichkeit. Ach Gott. Ey, dieser Park ist einer der schönsten, die wir je gesehen haben. Das muss man einfach sagen. Auf diesem engen Raum diese Coaster so miteinander zu verweben, ist einfach nur grandios. Und überhaupt die Infrastruktur so hinzubekommen. Größten Respekt. Wirklich. Vor allem hier. Ja. Das ist einfach ganz, ganz großes Kino. Und es sieht sowas von genial aus. Hier die Geburtstagstorte fast schon in der Mitte. Ja. Also, und überall Coaster tatsächlich. Also, das ist ein Park für Coaster-Freunde. Wirklich mal Planet Coaster. Das ist der Planet. Das sind die Coaster. So stellt man sich das vor. Und das ist wirklich so viele Coaster auf engstem Raum. Grandios. Grandios. Einfach nur 10 Sterne. Ich werde auch keine großartige Bewertung vornehmen. Ihr wisst es. Also da gibt es wirklich keine Abzüge. Ich wüsste nicht wo. Es sieht einfach nur umwerfend aus. Umwerfend. Hier mein Hotel. Nicht mein Hotel. Es ist, mein Zimmer ist in diesem Hotel. Ja. Einfach nur toll. Einfach nur toll. Habe ich hier was verpasst? Warte mal. Was ist hier? Das will ich mir noch gerade ansehen. Oder waren wir hier? Was ist das hier? War das die Wasserbahn? Ja, das war die Wasserbahn. Alles klar. Nee, dann haben wir das doch gesehen. Oh Gott, Leute. Nicht, dass ich hier wieder einen Dark Ride verpasse. Ich hoffe nicht. Ich wüsste aber jetzt nicht, wo er drin sein sollte. Hier auch. Ne? Eingangsbereich. Ist, glaube ich, auch ein Hotel mit dabei. Toll. Also, insgesamt, bravo. 1 mit Sternchen. Ein richtig, richtig geiler Park, wenn nicht einer der geilsten. Bis auf die Sphinx. Mit diesem Gesicht verabschieden wir uns. Und hoffen, dass Nimsul, a.k.a. MKP, natürlich einen neuen Park bauen wird irgendwann. Denn sonst würde uns etwas fehlen. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal hier bei der Parkshow. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und ja, ich freue mich. Wir haben den Topspin aber hier nicht gesehen. Den Topspin haben wir nicht gesehen. Geil. Der ist hier hinter der Geburtstagstorte versteckt. Auch schön gethemt hier mit diesem Gelb-Blau. Wie gesagt, das muss man sich erstmal trauen, diese Farben überhaupt ins Spiel zu bringen. Aber ich finde es mega. Mega gut. Wie er hier an der Hauswand. Auch endlich mal nicht dieses, Konvexe, ja, was hinter dem hinter den meisten Topspins dann stattfindet. Finde ich auch mal ganz erfrischend, dass der hier wirklich einfach an so einer Hauswand vorbei mittendrin steht. Sehr toll. Sehr, sehr toll. Da unten die Station vorbei. Es ist so krass. 3D hier. Das ist tiefer. Das ist höher. Ich kann nicht genug kriegen. Leute, ihr müsst euch den Park runterladen, top bewerten
und guckt selber nochmal nach, ob ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ja, schaut selber nochmal nach, geht in diesen Park und habt den Spaß euren Lebens. Ist uns auch wurscht. Auch wie die Straße hier drum geht. Ich sage jetzt erstmal tschüss, macht es gut. Ich kann nicht mehr reden, irgendwie konnte ich heute überhaupt nicht reden. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei der Parkshow. Passt auf euch auf, vielen Dank MKP, vielen Dank für alles und wir hören uns wieder beim nächsten Mal hier bei der Parkshow.